So, liebe Leute, es geht heute weiter. Wir sind wieder mal im Schlummerwald. Das hat auch seinen Grund, warum wir das gemacht haben. Weil heute beginnt die Afterstory mit dem nächsten Teil. Wir haben einiges im letzten Fall gemacht. Wir haben Morimoto endlich besiegt. Den Gamefreak-Entwickler. Wir haben ein Verbrechen aufgeklärt. Wir haben Lieferservice gespielt und einige coole Items bekommen. Ja, genau. Das haben wir alles so gemacht in den letzten Folgen. So, heute geht es dann endlich in die neuen rätselhaften Ereignisse. So heißt das Kapitel hier, diese Afterstory. Und deswegen. Achso, und übrigens in der letzten Folge noch ein neues Pokémon bekommen, das war Typ 0. Das ich euch aber nicht wirklich präsentieren kann, möchte und. Weil, ja, ich passe einfach nicht zu meinem Team. Ich habe mein Team so, wie ich das jetzt gerade hier. Den hab. So, weiter, ne? Aber dieses Item hier, und zwar die Nebelsam. Schön, ist einfach, wenn ich hier so nicht verlaufe, dass ich fahre hier immer. Ja. Als vom. Nee, Smogmog. Okay, Smogmog ist sehr häufig. Ja. Wie hat der nächste Teil jetzt gezogen? Mit Schwerdrich und Schildholz. Nee, Schild ist ein Schildholz. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die zwei komischen Clowns. Die jetzt auch in Pokémon. Schild ein bisschen auf den Nerv gegangen sind. Treffen wir uns jetzt erneut. So, warte mal. Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Nur, jetzt haben wir noch was vor uns. Weil wir treffen jetzt auf den guten Hopp. Hä, Kev, was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dir auch fragen. Jemand hat sich den Wald in dem Zaki und Summer Center geschlummert haben. Deswegen ist es ja auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie? Was sagst du da, Kev? Du hast das Gefühl, wird irgendwas hergerufen werden sollen? Hä? Sehr seltsam. Oder fällt mir ein, ich habe dir noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch. Verstehe es nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mein lieber Nachbar meinen Bruder nicht Titel abnehmen würde. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Naja, wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Kev. So einzigartig, dass es nur schwer fassen kann. Sag mal, Kev, würdest du nochmal gegen mich kämpfen? Klar. Oh, cool, danke. Ich würde spüren, welche Power du den übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, jetzt. Ich habe mein Team besser geheilt, komplett. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Ja, auf geht's. So, wir treffen heute auf den guten Hopp. Er möchte nochmal von uns ein bisschen auf den Sack kriegen. Sechs Pokémon. Dein erstes Pokémon wird natürlich sein Spoiler. Klar, beim normalen Wolli. Ist auch ziemlich bewusst, warum ich auf Mopeko sitzen will. Halt, Mopeko-Bär. Schiffbruch. So, er wird das Risiko tackeln, so wie er das häufig macht. Wo wird er nichts? So, ich steige meinen Angriff mal. Wenn ich könnte sogar sein, mit dem nächsten Attack hier durch sein. Weil ja, ich vermute, dass er heilen wird. Das wird auch immer auch klar. Und ich bin gespoilert. Ja, mein Volltreffer sogar noch. So, der nächste Pokémon. Sieht sich schon Relaxo ein. Okay. So, dann gehe ich mal auf den Talion. Das ist ein Talion später, was er nicht bekommen wird. Aber egal, ich kümmere mich schon. Wir haben ihn. Level 68 mittlerweile für unser Talion. So, Aqua Durchstoß. Das kann ich aber auf Dynamax gehen wird. So aus. Aber so, wenn die Initiative sinkt, dann müsste dann
Relaxo auch durch sein. Ja. Tschüss. Pokémon, das heißt auch noch toll mit Erdbeben mit die nächste Wahl werden. Es gibt durchaus bessere Elektro-Pokémon als Gritzige. Nächste von ihnen wird Urgel sein. Das heißt wieder auf Morpeko mit Donnerblitz wahrscheinlich. So, kriegen wir kurz mal die Vogel hier weg. Ja, ich kriege hoffentlich das Problem hier. Libello. Das ist schon der letzte. So, dann geht's nochmal auf Inteleon. Dann muss ich nehmen, wer die falsche Entscheidung. Ja, ich denke, das war's schon. Ja, er hat noch eins, glaube ich, danach, ne? Dann nochmal mit Aqua Durchschuss. Tschüss, Libello. Ah, ich dachte, das Team von ihm hier ist einfach ziemlich gut. Sieht gut ausgewählt. Kramor ist das nächste Pokémon von ihm. Würde ich das mal Pekko ohne Probleme schaffen können. So. Anfangen. Davon gehe ich auch so, dass mindestens kurz wegkriegt. Ja, okay. Okay, Masse. Das ist jetzt der Sturzflug. Okay, ich werde jetzt erwarten, dass ich Startflug einsetze. Weil mit Sturzflug hat es jetzt eigentlich quasi sein Ende selber eingeleitet. Weil ich von habe jetzt. Deck ist nicht mehr weg und damit war es dann schon mit dem guten Kramor. Die war gar nicht in dem Moment Level 56. Scheiße, schon wieder verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Ich weiß nicht, warum ich jemals Chancen hier nicht ausgemalt habe. Immer, dass du dir den Unschlagbaren besiegt. Sag mal, bist du zwei Kids zu laut, hä? Sorry, kleiner Spaß. Oh, Sanir. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Kev. Was bist du denn, Champ? War doch Glück. Moment, was, jetzt einfach bescheiden oder was? Ach komm, du hast doch alle einen Grund, stolz zu sein. Was machst du eigentlich hier? Halte ich zwar für Professor Magnolika? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistent für meine Großmutter. Ich bin nämlich jetzt selber Professorin. Boah, was ist hier echt jetzt? Ja, ich bin euch beiden sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen möchte. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber geworden als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier, sieht man mit Autogramm. Eine echte Rarität. Oh, ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir meine gleich gekauft, dass das noch rauskommt. Oh, echt danke. Ich kann es dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht, nicht zuletzt wegen des Buches. Aber das ist erst der Anfang von Professor Zanias Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich aus Wort Zanir. Du und Kev seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach, übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Oh, Ach, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten. Wo denkst du hin? Das würden wir doch niemals tun. Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass es im Sinne von Zakian Summer Center wäre.
Hey, Kev. Weißt du nicht, du hast das Gefühl, dass sich irgendwas hierher ruft? Vielleicht hat es ja damit zu tun. Los, gehen wir das Schwert und das Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich bitte, dann sehen wir Zakian und Summit Center irgendwann wieder. Machen wir das doch. Möchtest du das rostige Schwert zurücklegen? Ja. Yeah. Da muss wieder hingehört. Wir brauchen seine mehr. Zakian, Summit Center, vielen Dank für uns, für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Aber du, wir geben das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. So, das hier erledigt. Lass uns nach Hause gehen. Was hast du denn jetzt vor von hier? Ich bleib doch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huh, der Energiequellendetektor steckt aus. Oha, oha. Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Tania, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Ihr wisst doch, wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Und wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet gestellt lassen. Ich zitiere: Ein widerliches Buch voller Lügen. Leider nicht mehr wert als ein Stern. Ich wette, in meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's doch? Das ist unhöflich. Ich bin Schwerthold. Und ich bin Schilderich. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Und nicht nur das, wir sind umdreh auch noch unheimlich berühmt. Was? Ihre Erben? Blaues Blut? Was fasselt ihr denn da? Was stimmt denn mit ihnen nicht? Oha, oha. Sind das für das Schwert und das Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha. Sind die wirklich echt? Sie sehen ja unfassbar schämlich aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Aber ihr macht's trotzdem. Hey, Finger weg! Wir haben die E-Mails zurückgebracht. Was? Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben etwas vom Boden aufgelesen. Aber da du dich so lautstark befährst, kannst du sicher bewahren, wie ich vielleicht einen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lädst, macht es dir sicher nicht aus, die Sache mit einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll? Du hast die Ehre gemacht, dir ein mächtiges Schwertholz kämpfen zu dürfen. Okay, dann fordert uns der gute Schwerthold tatsächlich noch zu einem Kampf heraus, und zwar mit einem Lauchzalot. Okay, wir machen das jetzt mal gut. Wir kriegen es auch hin. Komm. Gut, aber gegen Lauchzalot ist Pico nicht so wie... Warum bin ich mir ziemlich geheilt? Okay. Ich hätte das jetzt mit meinem Pokémon austauschen müssen. Und zwar mit Octantroll. Laubkriege. Oh, Laubkriege ist nicht gut. Das hat sich gerechnet. So, immer die kurz die Fähigkeiten tauschen. Würde. Also push ich nochmal mit Schwertratz. So, super. Ja, so. Was haben wir denn? Du hast wahrscheinlich die richtige Wahl, ne? Mit Luftschläge. Kann ich nicht mehr, ich kann mich nicht sein und jetzt, okay. Das heißt, Glurak mit Luftschnitt drauf. Ja, dieses Loch zu laut in die. Durch, und das haben wir auch geschafft. Nächste Pokémon von ihm ist Cesurio und nicht Pokémon. Stahl-Pokémon sollte aber für Glurak nicht ein Problem sein mit einem Flammenwurf. Boah! Das Viech kann Steinkante? Okay. Ein KP habe ich noch übrig. Das ist das Problem. So, dann gehen wir mal auf Intellion. Ein Aqua-Durchstoß. Nächste Pokémon von ihm ist Take Tag.
Peter Wasser. Ja, ich fällt da drauf. Das kann ja natürlich alles, ey. Nein, ich kann. Aber es sieht sich zumindest zurück. Okay, das letzte Pokémon von ihm wird jetzt Duokless sein. Doch, wir sollen Bido Pumpe daher, Digga. Ab. Toll. Dieses gefährliche Pokémon direkt mal rausgenommen aus dem Kampf. Ich probiere es mit Motineva. Pack, das war genug auf der Mimo. Zeig, dass ich ernst mache. So, einmal kurz. Ich hab dich lieb. Oh, er wird jetzt so. Tiefschlag ein. Null. Ja, und damit war's das. Die 69 Phantalion. Ah, wie konnte das passieren? Meine Pokémon! Wer hat das Mikrofon hin? Du hast das rostige Schwert wieder nicht genommen. Pah, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeit unterschätzt. Immer, dass das Team besiegt, dass mich auf meinen Spaziergang begleitet. Bravo! Wie dem auch sei, dem Nachbar zu urteilen, hat mein jünger Bruder den Sieg errungen. Tut mir leid, Kev, ich hab verloren. Was war denn los mit mir? Hatte ich meine glorreiche Apparatur aus der eingeschüchtert oder warst du mit dem Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, lieber Bruder, ist das der Trainer, der Nino alles unter Kontrolle gebracht hat? Jetzt, wo du es sagst? Ja, du hast recht. Es wird der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meine Informationen zufolge war auch die Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Form so kurzvoll angefertigt haben. Solch ein Frevel. Dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte. Hat sich die Wandmalerei die Stadt von Zeiger und Center verdeckt hat? Der fand überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Zieht fast die erste zurück. Nächstes Mal bringen wir Steckel-Pokémon mit. Dann schaffen wir euch einen grunden Boden. So machen wir es. In diesem Sinne, Ade. Hallo, hier geblieben. Kämpfen wir aus dem Schiff zurück. Warte, also wirklich, kann ich ihn doch nicht einfach im Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Seltsam, dass Hoff gegen diese Schnösel verloren hat. Er wird etwas unkonzentriert während des Kampfes. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin muss er zu mir zusehen, wie du als sein Rivale zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn das Ziel vor Augen verliert. Ah, damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns Shredhold und Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wollen wir das vielleicht im Labor in Brassberry besprechen? Ja, ich mache mir Sorgen um Hopp. Das kann ich da, das kann ich voll und ganz da verstehen, ja? Wir kümmern uns so schnell wie möglich um ihn. Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. So, okay, wir wollen ins Labor unten. Wie sieht mein Team aus? Jetzt ist mal schwer gestaltet, das ist doch nicht normal. Aber gut, da hinten ist ein Pokémon-Center, das ist das gut. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall ins Pokémon-Center vorher noch schnell. Und dann machen wir Feierabend für heute, liebe Leute. Weil mit dem nächsten Teil der After-Story, das möchte ich dann in Ruhe machen in den nächsten Folgen. So, einmal kurz euch heilen lassen. Und dann machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann geht's weiter. Liebe Leute, bis dahin. Tschüss.